Es wird Zeit, unseren flammenden Vogel zu fangen. Yeah. Also gehen wir zurück in die Siegesstraße. Wir haben den ja schon gesehen. Das ist jetzt sehr spannend. Mal sehen, ob die auch so in Anführungsstrichen smooth läuft. Ich quatsch einen Rotz. So, ob Labo das auch so in Anführungsstrichen smooth läuft wie Arctos und Zapdos. Also, mal abgesehen davon, dass wir die dauernd getötet haben, aber wir haben sie ja in zwei Bällen beide gefangen. Also jeweils. Das ist Kleinstein. Ich muss gerade noch meinen Timer anstellen. Also. So. Kriegen wir den Dreiteiler bei diesem Vogel? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht wieder in zwei Bällen. Vielleicht diesmal ohne Töten. Viel kann passieren. Seid gespannt. Gleich ist es soweit. Wir nehmen hier schön die Abkürzung, wenn man sie schon nehmen kann, ne? Jetzt gehen wir hier oben, den B-Klang, mindestens noch zwei Zufallskämpfe, würde ich wetten. Eins. Oh, Kleinstein, oh. Exquisiter Zufallskampf. Ja. Da war es tot. So, noch einer? Nein? Nein. Schön. Sichern? Ja. So. Jaul, wie alle anderen auch. So, da haben wir es doch. Sieht irgendwie übel hässlich aus. Aus wie so ein Storch. Das ist doch eine Lavados, aber was kann man schon machen? Blubstrahlen wir es mal. Würde sagen, das macht ganz guten Schaden. Achso, war ein Volltreffer. Oh. Oh, Feuerwirbel. Na super, jetzt kann man stundenlang nichts machen. Das ist wie Klammer, die Attacke. Oder Wickel. Als Feuer. Ich glaube, ein bisschen stärker. Und sagen, so schlecht Schaden macht der Feuerwirbel nicht. Dafür, dass er eigentlich nur eine übelste Nervattacke ist. So, noch ein Zahltag und theoretisch im roten Bereich dann. Überhaupt mehr Angriffsattacken hat es, glaube ich, nicht. Schnabel und Feuerwirbel. Frag mich, was sie sonst noch. Oh. Können wir während Feuerwirbel Bälle benutzen? Wo sind denn unsere Hyperbälle? Ja, das geht. Oh, verfehlt. Das ist ein gutes Zeichen, Leute. Das heißt, zweiter Ball. Na? Oh, schon wieder verfehlt. Schade. Wir können uns eigentlich von Snowbillica schon so gut wie verabschieden. Mensch, können wir überhaupt mal treffen? Oder ist der Feuerwirbel daran schuld, dass wir nicht treffen? Das kann ne wahr sein, hallo? Naja, spannender Dreiteiler. Wir haben es bis jetzt noch nicht ein einziges Mal getroffen. Ich glaube wirklich langsam, der Feuerwirbel ist da schuld dran. Oh. Ja, nächstes Pokémon. Ibitak, würde ich mal sagen. So. Ja. Okay. Der erste Ball, der trifft, ist irgendwie immer der, der fängt. Das ist vielleicht einfach nur ein Bug. Es ist eigentlich egal, ob dort steht, dass den Ball ausgewichen ist. Oder, dass einfach nur dort, also, oder es halt zweimal wackelt und es dann trotzdem rauskommt. Macht er jetzt keinen großen Unterschied. Ach ja, wir haben es überhaupt gefangen, ne? So nebenbei. Doch kein spannender Dreiteiler. Hat aber mehr Bälle gebraucht als alles andere. So, Pokémon. Aber warte mal, da ziehen wir mal eine schnelle Bilanz.
Drei legendäre Vögel, 11 Bälle. Ich finde das nicht schlecht. Also, ich weiß nicht, was ihr denkt, aber ich finde das nicht schlecht. So, dann machen wir jetzt nochmal so Drogenverteilung und Sonderbonbon und so, ne? Ich habe ja schon ein paar rausgenommen, einfach weil ich den Platz im PC brauchte. Dann nehmen wir hier noch die KP Plus raus. Eisen. Och, ich will alle drei Eisen haben, denn nur eins. So. Das Elixier lassen wir mal drinnen. AP Plus nehmen wir mal raus. Das können wir ja irgendjemandem geben. Ob ich den ganzen Kram hier noch rausnehme dann. Meisterball Calcium. Immer gut. So, Calcium. Noch irgendwas? Nein, sieht nicht so aus. Nee. Da haben wir alles. Items. So, verteilen wir erstmal die ganzen Drogen. Das Calcium. Ich weiß gar nicht, was Calcium gemacht habe. Ich bin, glaube ich, ja, spezial. Na, das geben wir schön, Bisaflor. Protein erhöht den Angriffswert. So, Bilikat. Kann das immer gebrauchen. Dum, 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 dum. Carbon, was brauchen Geschwindigkeit? Eigentlich, wir haben, ja, sagen wir mal, wir geben mal ein paar davon Bisaflor und noch. Sagen wir, Kabutops geben wir noch eins. Wo ist es denn? Komm, ein Timer ist gerecht drauf. So. Sonderbonbon ist nochmal zum Schluss. Eisen. Eisen ist Verteidigung. Diktri. Soll ja auch was kriegen. Diktri und Ivitax sind, würde ich sagen, unsere frailsten Pokémon, also unsere ziemlich defensiv schwachen, sage ich jetzt mal. KP Plus, wer kann? Diktri braucht viel KP. Also ich habe jetzt nicht gemerkt, dass es irgendwie mehr KP gekriegt hat. Doch, hat's. Das hat am wenigsten KP, das kriegt alle. Okay, es gibt wenig KP dazu jetzt, aber komm. Besser als gar nichts. Würde ich mal sagen. So, was haben wir noch? Wem geben wir das AP Plus? Das ist jetzt eine schwere Entscheidung. Ich bin für Dragoran. Nee, für Diktris Erdbeben bin ich. Einfach weil das eine geile Attacke ist. So, Sonderbonbons. Würde ich sagen, jedem außer Dragoran 2. Eins hebe ich mir auf. So, 51, das ist jetzt der Schlitzer. Bei Zahltag. War ganz nett mit dir. So, jetzt haben wir endlich den Schlitzer. Darauf haben wir ja seit Ewigkeiten gewartet, ne? Moment mal, wenn wir jedem 2 geben, bleibt keins übrig. Das ist auch blöd. Ich will aber eins übrig lassen. Ich will euch noch was zeigen. Was schön ist. Bisaflor. So, dann noch Kabutops. Das ist immer gut. Noch Diktri, Diktri, mehr KP für dich. Ja, hast du auch bitter nötig. Wen? Jetzt ist die Entscheidung. Wen lassen wir außen vor? Ich würde sagen, Bisaflor. Das hat schon so oder so ziemlich hohe Werte und das werden wir auch gleich gegen den ersten einsetzen. Können zwar auch in die Hose gehen, aber wir riskieren das mal. Bonbon auf Kabutops. Und dann noch ein Sonderbonbon auf Diktri.
So. Damit hätten wir eigentlich alles. Ich gehe jetzt noch mal ein bisschen Kram einlagern, den wir wirklich nicht mehr brauchen. Hier, Fluchtseile braucht man nicht. Komm, den Superball nehmen wir auch mal mit rein. Wir benutzen, wenn, dann ist eh Überbälle. Tränke, Poke, Flöte ist immer gut zu haben. Sonnebonbon lassen wir mal so lange im Inventar. Was haben wir jetzt noch so für Kram? Das Elixier brauchen wir eigentlich nicht. Brauchen auch die Äthers nicht. Top-Genesung. Dann gleich noch den Top-Beleber. Der ist auch immer gut. Also ich habe bis jetzt eigentlich fast noch nie so Äther und so benutzt. Also komm, es wird doch ohne gehen. AP auffüllen ist meistens nicht nötig. Wenn es immer gut ist zu haben, ne? Fragezeichen, Öffner, TMs, TMs, TMs. Mehr haben wir gar nicht. Mehr haben wir gar nicht. Man muss ja auf jeden Fall noch was kaufen. Ja, Beleber haben, kaufen wir mal. Wissen wir, wie viele wir hatten? Gucken wir mal 9. Top Genesung hat man, glaube ich, 2,8. Nur ist so ganz schön teuer, das Zeug, muss ich sagen. Keine Hypertränke hier. Komm, Top-Tränke, was soll der Geiz, ne? Klammer 20. Brauchen das Geld ja nicht mehr. Weiler. Weiß ja nie, wer man einen Status kriegt. Komm mal, das muss reichen. Oh, der Part ist. Oh, schaffen wir eigentlich noch einen Top 4? Heilen könnte man noch. Wir haben doch noch nicht geheilt. Ein paar KP sollten schon aufgefüllt sein. Dieser Floor können wir auch noch an die erste Stelle setzen. Haha, ich zögere es raus. Na, wird dann halt eine kürzere Episode. So, Pokémon. Dieser Floor kommt noch an die Spitze. Und dann würde ich sagen, speichern wir vorher noch ab. Ja, wir mal. Ich gehe auf ganz, ganz Nummer sicher. 39 Stunden haben wir. So, wir gehen von allein rein. Hier hätten wir unseren ersten Gegner. Den bekämpfen wir dann aber erst im nächsten Part von Pokémon Blau. Bis gleich. Also ich nehme es ja jetzt noch auf. Haha.